Hallo, Freunde des guten Geschmacks. Heute gibt es was Deftiges. Wir machen uns eine ganz leckere Schweinshaxe. Ihr braucht dazu etwas Salz, eine Gewürzmischung, süßen Paprika, schwarzen Pfeffer, Basilikum, Thymian und Rosmarin. Das ist die Variation à la Varangian. Nun zeige ich euch, wie ihr es vorbereitet, bevor es in den Ofen geht. Viel Spaß dabei und schaut gut zu. Als erstes, ganz wichtig, ihr macht die Schweinshaxe trocken und jetzt wird erstmal die Schweinshaxe angeschnitten. Mit einem scharfen Messer. So, das Ganze nochmal. Aufpassen, dass ihr euch nicht den Finger dabei schneidet. Auch nicht zu tief schneiden, nicht aufs Fleisch drauf kommen. So, jetzt sind wir einmal rum und jetzt schneiden wir noch mal wie so ein Karo-Muster hier rein. So. Das ist nachher wichtig, damit euch die Haut aufplatzt. Sieht schon ganz gut aus, soweit. So. Als nächstes machen wir uns die Mischung fertig, die ihr braucht, damit unsere Schweinshaxe den richtigen Geschmack bekommt. Und zwar nehmt ihr jetzt erstmal Salz. Ihr mischt jetzt erstmal alles so zusammen. Salz kann ruhig ein bisschen mehr sein. Pfeffer nicht vergessen. Von den Kräutern ein bisschen weniger nehmen, braucht ihr nicht so viel. Das ist einfach nur, damit es ein bisschen besseren Geschmack bekommt. So, das genügt schon. Dann alles beiseite hier. Mit mehr Platz bekommen. Und jetzt mischen wir das erstmal ein bisschen. So, das sieht ganz herrlich aus. Euren Ofen heizt ihr vor auf 140, 150 Grad. Und nun massieren wir
das alles ein in unser Fleisch. Wichtig ist, dass ihr in die Löcher reinkommt, die ihr gerade aufgeschnitten habt. Ihr grillt den jetzt nicht, ihr stellt den Ofen auf Ober- und Unterhitze. Nehmen wir alles mit hier. So, das ist jetzt schön einmassiert. Jetzt habe ich schmutzige Finger, das macht aber gar nichts. So. Nun habe ich eine Schüssel vorbereitet, die Glasschüssel. Die ist schon hier drin. Da ist ein bisschen, weiß nicht, ob man das sehen kann, ein bisschen Öl drin. Jetzt legen wir da unsere Haxe, die stellen wir jetzt hier so rein, so gut wie es geht, reinstellen. Das, was ihr jetzt noch machen müsst, das ist, ihr bereitet euch, während die Haxe jetzt drin ist, ein bisschen Salzwasser vor, Wasser mit Salz drin. Und bestreicht das immer mit dem Pinsel, so jede halbe Stunde mit dem Pinsel. Und dann zeige ich euch später nach 2 Stunden, wie es denn weitergeht. Sehen uns dann gleich, wenn wir weitermachen. So ihr Lieben, unsere Haxe war jetzt 2 Stunden im Ofen. Jetzt geht ihr auf Grillfunktion und gebt Vollgas. Das höchste, was euer Herd hergibt, 250 Grad, 230. Nehmen wir unsere Haxe erstmal raus. So schaut sie bislang aus. Und jetzt geben wir noch mal einen letzten Tupfer mit unserer Wasserlösung. Wenn ihr später wissen wollt, ob eure Haxe fertig ist, gibt es ein ganz einfaches Signal. Noch hört es sich so an, man hört gar nichts. Später sollte das klack, 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 klack machen. Und dann ist eure Haxe fertig. Wie gesagt, ihr braucht jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde bis 45 Minuten bei Vollgas und dann seid ihr durch. Später zeige ich euch die Haxe, wenn ich sie anschneide, damit ihr seht, wie sie fertig ausschaut. Bis gleich. Und so schaut dann unsere fertige Haxe aus. So soll es sich anhören. Und jetzt schneiden wir sie an. Am besten am Knochen entlang. Seite, schneiden wir es von hier an.
Geht auch besser. Sieht ganz lecker aus, schön knusprig. Das war's für dieses Mal. Für Anregungen, wie immer, Kommentare da lassen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.